Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich sag nur Projektstart. Es geht wieder los, ein neues Projekt. Das alte ist ja abgeschlossen. Jetzt ist es abgeschlossen. Ich zeige euch mal kurz. Das Teil ist lackiert. Das glänzt jetzt schön, weil der Lack so frisch ist. Aber ich hoffe mal, das glänzt auch weiterhin so. Ja, hier muss ich dann nochmal mit Schwarz. Das bleibt jetzt schwarz, hatte ich mir so überlegt. Das finde ich nämlich so ganz nice, so wie es jetzt aussieht. Und das wird jetzt nur noch mal wieder abgeklebt, wenn die Farbe trocken ist, wird das wieder schön schwarz gemacht, aber das ist ja erstmal egal. Dann habe ich hier einen Deckel drauf bekommen. Die hat MST Landtechnik mir mitgeschickt. Die kann man zumachen und rasten hier auch ein. Dann kann man die wieder, also kann man die aufstehen, also sie klappen nicht gleich wieder zu. Und ja, die habe ich bekommen. Dann habe ich hier mit Kabelbindern die beiden zusammengebunden, weil das fand ich schöner. Funktioniert auch wunderbar, wenn die auf- und zuklappen, dann geht das alles schön in einen. Dann habe ich die Geschichte hier zusammengebunden, dass das jetzt schön zusammensitzt. Und hier ist das jetzt auch schön fest. Und zwar habe ich hier jetzt an der Schraube habe ich so eine Schelle dran gemacht. Da habe ich nur, aber nur eine, also für ein so ein Rohr habe ich eine Schelle. Eigentlich sind die für Hydraulikrohre. Die Schraube konnte man wunderbar lösen übrigens. Habe ich natürlich wieder schön mit Fett wieder eingesetzt. Somit habe ich als eine festgemacht und das andere Seil mit Kabelbindern an dem festen festgemacht. Habe ich jetzt, das Wort viele Feste. Und ja, jetzt ist das alles auch ganz wunderbar schön. Genau, da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Hier und da ein bisschen geputzt und noch ein bisschen nachgezogen und tüdelü und hin und her. Das habt ihr ja schon gesehen, dass ich hier drunter auch lackiert habe. Von daher ist das Thema jetzt erstmal abgeschlossen. Das Einzige, was noch kommt, ist, dass er hier nochmal gekürzt oder verlängert wird, damit die Schaufel weiter neigt. Aber das kann ich ja erst machen, wenn ich meine eigene Mistgabel habe, weil die andere, die ich habe, die ist ja von meinem Vater geliehen. Und mein Vater sagte, die fallen alle unterschiedlich aus vom Neigungswinkel her. Da müsste man dann aufpassen, sagte er, oder wenn du dann eben also das anpassen willst, dann würde ich warten, sagte er, bis du ein eigenes Werkzeug hast. Genau, und das mache ich auch, deswegen hat das noch ein bisschen Zeit. Somit ist das Projekt hydraulische Gerätebetätigung für mich erstmal abgeschlossen. Also super, hat wunderbar geklappt. Gut, nur aber genug gesabbelt. Worum geht es denn jetzt bei dem neuen Projekt? Was sagt euch das? Genau, ich baue mir eine eigene Mistgabel. Die wird selber gebaut. Ja, hier ist eine Zinke von 8. Das Ganze wird 1,40 Meter breit werden. Und ich habe hier schon die dazugehörigen Teile mal rangehängt. Dieses hier ist nicht eingehängt, den kann ich euch zeigen von hinten. So sieht das Blech von hinten aus. Das kann man einzeln kriegen, die Haken. Man kann die aber auch schon vorgefertigt auf so einem, was ich, Zentimeters Bleche kriegen. Ich habe die Variante jetzt gewählt. Wie gesagt, die kann man auch einzeln bekommen. Und den Zinkenträger. Der ist 1,40 Meter breit und hat 8 Zinken oder 8 Hülsen für Zinken und dementsprechend auch 8 Zinken. Die sind jetzt überdimensioniert, diese Zinken hier. Die sind von der Firma SHW und wie gesagt, von denen habe ich dann 8 Stück auch passend dazu. Und alles in allem wird das meine neue Mistgabel werden. Die baue ich mir selber. Und zwar hat die Firma Verni mir die zur Verfügung gestellt. Die ganzen Teile, die ich hier habe dafür, die kann man bei Verni kaufen. Aber zum Beispiel nicht alles online. Also das heißt, das ist dieses Paradebeispiel jetzt. Verni hat ja die Hälfte des Shops online, die Hälfte des Sortiments online stehen und die andere Hälfte halt nicht. Also die haben ja weit über 10.000 Artikel, aber ich glaube nur 4 oder 5 im Shop. Und zum Beispiel dieses Zinkenträgerrohr findet man dann nicht im Shop. Also da lohnt sich tatsächlich mal den Jungs einfach mal eine E-Mail zu schreiben und sagen, hör mal, habt ihr so und sowas vielleicht da, was ihr gerade braucht? Und dann werden die euch sagen, ja oder nein. Deswegen lohnt sich es dann, wie gesagt, mal nachzufragen. Das Teil und die Zinken, die findet man auf jeden Fall im Shop, die gibt es da. Und das Teil gibt es halt nicht im Shop, aber halt im Laden. Beziehungsweise telefonisch kann man es halt auch bestellen, wenn man möchte. Ich habe, wie gesagt, das Ganze von der Firma Verni zur Verfügung gestellt bekommen. Schönen Dank dafür an dieser Stelle. Und wenn ihr das auch bestellen möchtet, dann würde ich euch raten, euch empfehlen, den Gutscheincode MOTOMOTO einzugeben im Shop und dann spart ihr 5%, also kriegt ihr 5% Rabatt. Genau, das dazu. Dann habe ich ja auch Eisen
also kaufen müssen. Und zwar ist das Ding hier 8x6 im Format. Und das gleiche Eisen habe ich auch mir vom hiesigen Eisenwarenhandel besorgt. Und ja, werde das dann halt im Rahmen schweißen. Da habe ich jetzt allerdings bloß ein Problem. Ich dachte ja, ich könnte hier schön auf Gärung schneiden und dann alles schön auf Gärung. Das geht aber ja nicht, weil hier ja schon das... Oh, hier ist sogar Fett drin. Weil hier ja das Zinkenträgerrohr ist, kann ich ja noch nicht auf Gärung schneiden. Das heißt, ich werde das hier dran schweißen müssen. Das erste, und dann kann ich oben natürlich wieder auf Gärung schneiden. Da muss ich dann mal gucken. Wie gesagt, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe hier als ja, Modell aktuell noch den Tennisball, nee, Quatsch, die Schaufel hier stehen von meinem Vater, also die Mistgabel. Der ist auch 1,40 Meter, hat aber 7 Zinken. Warum auch immer, ist ein bisschen anders aufgeteilt bei ihm hier. Hat dafür natürlich noch diese Finnen hier dran, die kriege ich natürlich nicht. Brauche ich auch nicht für meine Spielerei. Und da ist das ganze hintere Blech, wie diese Form, die bei mir halt ist, quasi. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt alles, ja, in der Form gehalten. Bei mir sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall das Zinkenträgerrohr ist ja auch eingeschweißt, das sieht man ja. Und bei mir wird halt einfach nur ein Rahmen drum zugemacht. In der Mitte, das wird halt gerade, das wird nicht so eine gebeugte Form wie hier, wird halt gerade gemacht und dann kommt in der Mitte Blech rein. Und also starkes Blech, 2-3 mm Blech. Das soll ja auch alles relativ leicht gehalten werden. Ne? Ich will ja nicht so eine schwere Mistgabel haben. Das muss ja alles ein bisschen leicht sein. Genau, und ich dachte mir, das könnte den einen oder anderen auch mal interessieren. Einfach mal machen. Wie gesagt, so eine Mistgabel kostet, wenn man die neu kauft, glaube ich auch 500 Euro um den Dreh. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt für das Zeug bezahlt man, lass mich mal kurz überlegen, 280, 300 Euro irgendwie so. Klar, kann man jetzt natürlich sagen, noch ein bisschen schweißen und hin und her und die Zeit und dann lohnt sich das schon wieder alles nicht. Nee, das stimmt. Man kann sich natürlich, wer es am einfachsten haben will, am vernünftigsten, kauft sich so eine Mistgabel, wie gesagt, 5, 6, 700 Euro um den Dreh. Hat man es vernünftig, aber es soll ja auch Spaß machen und das dient ja dem Hobby und deswegen, weil es mir halt Spaß macht, habe ich gedacht, schweißt du das Ding mal selber. Genau. Also, wie gesagt, das ist jetzt der Projektstart, klingt aber komisch, ne? Ja, ist egal. Auf jeden Fall ist das jetzt der Projektstart, Harry, hast es. Auf jeden Fall ist das jetzt der Projektstart und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Bevor wir aber jetzt loslegen, möchte ich mich einmal bei Oliver bedanken. Oliver ist ja der, der mir den Sticker, diesen hier und das Kilo M&M's zukommen lassen hat und der hat mir auch noch, kam jetzt per Post heute, das Bohrer-Set aus meiner Amazon-Wunschliste bestellt. Wie geil ist das denn bitte? Sämtliche Bohrer von 1 bis 10 mm, sieht man hier oben auch, sind da drin und in einem coolen Blechkoffer verpackt. Und das ist natürlich super geil, weil Bohrerverschleiß habe ich ja nun mal öfter. Und nachschärfen kriege ich immer nicht hin. Deswegen super Sache. Schönen Dank an dich, Oliver. Wirklich richtig geil. Freue ich mich tierisch drüber. Kann ich auch bei diesem Projekt wahrscheinlich sehr gut gebrauchen. Gut, nur aber los bei der Mistgabel. Ich muss mich jetzt da so ein bisschen an diese Höhe halten. Also das hier ist 49,50 auseinander. Ja. Und ja, hier unten kommt ja mittig dann ja das Zinkenträgerrohr hier dran geschweißt und dann wird ja ein Rahmen drum zugemacht hier und dann kommt hier oben ja auch wieder einer drum zu. Also wird die Mistgabel, ich sag mal so, ja, 55 cm im Maß wohl werden, denke ich. 55 und dann halt 1,50 m breit. Also 1,40 m ist das Trägerrohr ja und dann ja noch 8 cm rum zu. Ja, 1,50 m breit und 50 cm hoch. Genau, so um den Dreh. Was habe ich überhaupt vor mit der Mistgabel? Also ich möchte eigentlich nur alle 2 Jahre meinen Graben damit ausbarren. Da habt ihr im Video gesehen. Und dann möchte ich eigentlich damit überwiegend Holz oder sowas, wenn das Holz geschüttet ist auf dem Boden, das dann damit aufladen und in eine Gitterbox rein oder so. Dafür eigentlich die Mistgabel, weil eine Schaufel, finde ich, ist da immer nicht so ganz cool für. Und so eine Mistgabel ist, glaube ich, da relativ das richtige Werkzeug. Und deswegen habe ich gedacht, auch die Breite soll halt so eine Art Leichtgutschaufel werden in dem Moment, ne? Weil mein Trecker, wenn man ehrlich ist, Kategorie 2 Frontlader, da muss man auch mal ein bisschen mit der pissigen Achse vorne, da muss man auch mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben.
Ne, aber so den schweren Stallmist da rausfahren geht nicht. Aber so für meine Zwecke, leicht gutmäßig. Dieses Zinkenträgerrohr kann man auch in sämtlichen Längen kriegen. 1 Meter, 1,20 Meter, 1,40 Meter bis hin zu 2 Meter. Das ist gar kein Problem. Gibt es auch in verschiedenen Stärken und verschiedenen Ausführungen. Gibt es natürlich für jeden das Richtige. Ne? Gut, dann würde ich sagen, schneide ich mir jetzt erstmal grob ein Eisen zurecht und hole euch danach wieder. So, neuer Tag. Und bevor es weitergeht, gibt es jetzt erstmal eine Disco-Cola. Übrigens die letzte Flasche. Ich will Zeit, dass Christian mal wieder Nachschub bringt. Schöne Grüße an euch. Und ja, ich habe gerade hier so ein bisschen das noch gerade geflext. Kann ich euch gleich nochmal in der Aufnahme zeigen, weil das störte dann doch beim Anhängen so ein bisschen. Also beim Gerät anhängen. Deswegen habe ich es gerade gemacht, ein bisschen lackiert. Hat mir auch ein Zuschauer von, also einer von euch schon mal geschrieben, dass das eventuell stören könnte und hat auch recht, das nervt ein bisschen. Ging zwar trotzdem, aber so ist schöner, glaube ich, hoffe ich. Aber warum ich jetzt hier stehe mit einer Disco-Cola in der Hand? Und zwar hat die Firma Kübler, ja, ihr wisst ja, mein Ausstatter in Sachen Arbeitskleidung ist ja die Firma Kübler und die machen auch echt tipptopp Sachen, das wisst ihr ja, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt und ihr wisst ja, wenn ich euch was sage, dann ist das auch so. Die Firma Kübler hat mich angeschrieben, hat gesagt, hör mal, hast du nicht Bock, ein Gewinnspiel mit deinen Jungs zu machen? So, und nun pass mal auf. Die haben nämlich richtig den Igel aus der Tasche genommen, die Jungs. Und zwar könnt ihr gewinnen, der erste Platz, 150 Euro Warenwert, Gutschein. Dann könnt ihr euch im Shop für 150 Euro Sachen raussuchen. Da kriegst du komplett eine Schnittschutzhose für und noch ein paar Hosenträger dabei und so. Also, ne, also da geht einiges. Oder der zweite Platz ist dann 70 Euro Warenwert. Auch das ist noch tipptopp. Da kriegst du auch eine komplette Arbeitshose für. Könnt ihr euch mal im Shop mal, die haben natürlich vom BS, ne, ist klar. Und der dritte Platz ist einmal Merchandise-Artikel. Und zwar, was weiß ich, eine Kübler, Kaffeetasse, Trinkflasche, Halstuch, was weiß ich, Kugelschreiber, was die alles so haben an Merch. Das ist der dritte Platz. Und jetzt kommt, wie gesagt, erster Platz 150 Euro, zweiter Platz 70 Euro, dritter Platz Merchandise-Artikel. Das ist ja schon mal sehr geil. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst dafür auf jeden Fall natürlich meinen Channel abonniert haben. Ne? Ganz klar. Und ihr müsst, nun kommt's, ihr müsst auf jeden Fall auf Instagram Kübler Workwear, ich blende das hier unten mal ein, folgen. Ja? Das sind die beiden, nee Quatsch, drei. Es gibt drei Voraussetzungen. Einmal müsst ihr meinen Channel abonnieren, ist klar. Dann müsst ihr unten in die Kommentare Hashtag Kübler Workwear schreiben. Blende ich hier auch mal ein. Und Kübler Workwear auf Instagram folgen. Und zwar werde ich dann, eine Woche habt ihr jetzt Zeit. Nächste Woche werde ich das dann ja, auslosen mit Kübler zusammen auf deren Seite. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall auch Instagram folgen, weil sonst funktioniert das nicht, weil ich das mit denen nämlich auslose. Und dann werde ich euch, ja nun nicht genau in einer Woche, weil dann werde ich es ja erstmal ausklabüstern mit den Jungs. Dann werde ich euch in eineinhalb Wochen oder sowas in einem extra Video dann nochmal die Gewinner ja, mitteilen. Auf jeden Fall lohnt sich die Teilnahme auf jeden Fall bei den Preisen. Ey, boah, da habe ich echt nicht schlecht geguckt, wo die mir das erzählt haben. Da habe ich auch gesagt, müssen wir sofort machen, auf jeden Fall, weil das lohnt sich. Und ne, 150 Euro erster Platz, alter Schwede, ne, das ist schon ordentlich. Wisst ihr Bescheid? Also unten in die Kommentare schreiben, Hashtag KüblerWorkWear, mich abonnieren. Kübler folgen auf Instagram und dann wünsche ich euch viel Glück und drücke euch die Daumen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter mit meiner Disco-Cola und ich zeige euch mal kurz, was ich hier jetzt geändert habe. So, das habe ich jetzt noch geändert. Hier ist noch ein bisschen abgeschliffen worden. Und nun kann ich nämlich, wenn ihr das von der Seite so seht, dann habt ihr jetzt quasi, ist hier jetzt eine Linie. Ne? Und so sollte es ja auch sein. Damit beim Ankoppeln des Gerätes nicht immer die Kante davor ist. So, nun geht's aber los, wirklich mit der Gerätebetätigung, mit der Mistgabel. Ich bin schon so verwirrt, Alter. Mit der Mistgabel geht's jetzt los. Also hole ich mir jetzt erstmal ein bisschen Eisen vom Dachboden und dann geht's rund. Gewohnt bist, dann ist die Flexerei scheiße. Auch wenn ich vom Flexen her immer besser werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, das sieht doch schon echt sehr gut aus, finde ich. Dafür, dass das so rum zugeschnitten ist. Aber trotzdem ist das längst nicht so cool wie mit der Bandsäge.
Ging jetzt aber gerade nicht, weil eine Bandsäge zu tief ist und diese Rollen zu hoch, die ich mir gekauft habe. Deswegen habe ich leider keinen Ablagetisch. Da muss ich erst noch mir eine Unterkonstruktion bauen für die Bandsäge, damit die höher kommt. Also da soll ein komplett neuer Bandsägentisch drunter. Der ist eh wabbelig wie Sau. Und dann passt es auch mit solchen Rohren. Ich habe jetzt meine Bandsäge hier soweit vorbereitet. Habe das Stück Metall da jetzt eingespannt. Habe mir hier 45 Grad vorsichtshalber nochmal drauf gemacht. Ich meine, ich habe mir hier auch schon mal eine Markierung gemacht, die kommt noch gut hin. Aber die Bandsäge ist ja mehr oder weniger so ein Schätzeisen, also ist ja auch nicht so hundertprozentig genau. Deswegen mache ich mir da lieber nochmal einen Strich drauf. Und dann kann die eigentlich jetzt loslegen, würde ich sagen. Ich nehme immer noch ganz normales Motorenöl. Ja, ich will mal Schneidöl ausprobieren, aber bis jetzt bin ich da noch nicht zugekommen, mir sowas zu besorgen. Ja. Und das ist halt günstig und halt da, ne, lagermäßig im Vorrat. So. Ich habe auch zwei Ersatzbänder schon dafür, falls es mal irgendwann stumpf wird, aber momentan macht es noch keine Anzeichen, dass irgendwelche Verschleißerscheinungen da sind. Ich meine, viel gesägt habe ich auch noch nicht. Ne? Dauert zwar ein bisschen länger jetzt, wie mit der Flex, aber also ich habe ja gerade die Vierkantrohre geflext und das ist eigentlich also kein Vergleich zu einer Bandsäge, ne? Ist schon deutlich angenehmer. Die lasse ich jetzt durchrotern. Das Ganze, also, ah ja, genau, richtig, hab ich dir noch gar nicht erzählt. Das lasse ich jetzt ja auf 45 Grad sägen. Das gleiche mache ich ja hier an diesem Stück auch, ne? Und hier kann ich ja nicht an 45 Grad sägen, weil ich ja sonst mein Loch da weg habe. Wenn ich hier jetzt 45 Grad schneide, dann komme ich ja in die Hülse rein. Deswegen klinke ich das Viereck quasi aus an diesem Metall hier. Also schneide ich das so hier raus, lasse hier die äußere Wand stehen, klinke das aus. Das wird so hier drauf geschweißt, flach drauf und hier nochmal verbraten. Und oben dann an der anderen Seite, da wird dann der 45 Grad Bogen gemacht, dass dann so ein Längsträger oben nochmal langkommt. So hatte ich mir das eigentlich gedacht. Also eigentlich kein Hexenwerk. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja überall gerne 45 Grad Winkel haben, geht aber nun mal nicht, weil die Hülsen ja im Weg sind. Ne? Also, ich schneide jetzt erstmal und mache und tue und dann hole ich euch gleich wieder zum Zusammensetzen. Alter, wenn das nicht der Knaller ist, ne? Perfekt, genau gleich. Und jetzt habe ich hier, sieht man schlecht, da sieht man es, Markierung gemacht, 6 cm. Weil ja das ausgeklinkt werden muss, habe ich ja vorhin erzählt. Das spanne ich jetzt in eine Bandsäge ein, lasse sie da durchsägen bis kurz vorm Ende und dann muss ich hier unten leider wieder mit der Flex arbeiten, aber das ist dann eben so. Gut, auf geht's. So, ein bisschen Tüdelei später habe ich jetzt meine aufrecht stehenden Kollegen fertig. Und zwar kommt das Ganze jetzt so hier rangeschoben, kann man auch nicht erkennen, naja. So darauf, so wird es dann festgeschweißt. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Und dann sieht das so aus. Dann kommt da oben noch einer rüber, damit der Rahmen dicht ist. Kommt in der Mitte noch eine Strebe. So der Plan. Wenn das dann hält und dann wird das mit Blech dahinter zugemacht quasi. Ne? Ja, ganz schön breites Gerät. 1,40 Meter knapp breit. Wo wir gerade mein Daddys Schaufel noch hier haben, Gabel, kann man die auch gleich messen. Die ist 1,30 Meter, gut 1,30 Meter, also ja, die andere war, die ist nochmal 5 cm breiter wie die von meinem Vater. Obwohl die nur in Anführungsstrichen sieben Zinken hat, ja, ist halt ein bisschen enger verteilt auf der von mir. Ja, mir geht es ja wirklich nur darum, um leichtes Zeug damit zu bewerkstelligen, also sprich Schüttholz oder Strauchgut hier, weißt du wohl. Genau. Deswegen, aber ist schon ein breites Teil auf jeden Fall. Das heißt, ich packe jetzt erstmal das Schweißgerät raus und dann wird das erstmal so ein bisschen angepunktet. Dann habe ich ein Maß, wie breit das oben sein muss. Und dann wird das hier rausgeschnitten und dann kann ich den Rahmen schweißen. Hashtag dunkle Höhle, aber sorry, ich habe hier momentan kein Licht drin. Momentan ist gut nie. So,
Schweinsmagnet dran. Sehr cool. Sehr cool, sehr winkelig. Sehr gut. Das heißt, dann kann ich dir jetzt eigentlich zumindest mal anpumpen, dass es nicht mehr abhauen kann. Und dann kann ich mal aufrecht stellen, gucken, wie es dann aussieht. Weil sonst sieht das alles recht gleich aus. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Das sieht doch super gut aus schon. Ein paar Punkte halten dann ja mal gleich schon. Das heißt, ja, ich setze hier jetzt nochmal ein, zwei Punkte. Und dann kann oben der Rahmen drum. Genau, so machen wir es. Ja, Not macht erfinderisch, ne? Wozu so eine alte Fliese nicht alles gut ist. Ja, perfekt, ne? So, der Rahmen ist soweit in Anführungsstrichen fertig. Einzige was Blödes, dass diese Geschichte hier ja noch nicht hundertprozentig so ist, wie es irgendwann soll. Also nicht so genau, wie es soll. Gerade mit meinen Abstützungen, hier habt ihr ja gesehen, mit der Fliese drunter und so, weil die Dinger, die habe ich ja. Das ist auch alles super, die machen einen guten Eindruck, aber die sind höher wie die Säge selber, weil die relativ niedrig ist. Da ist auf jeden Fall nochmal Verbesserungsbedarf. Auf jeden Fall ist es schon mal eine super Arbeitserleichterung, weil halt alles schön glatt und gerade gesägt werden kann. Aber leider passen die Winkel noch nicht, also das liegt ja an mir, die kann ich ja einstellen. Nur halt diese Skala hier, die ist halt Käse, Schätzeisen. Ich hatte mir das ja mal grob markiert, aber... Ja, wenn es dann wirklich darum geht, um richtig genaue Arbeiten, dann reicht das auch noch nicht. Da muss ich mir nochmal echt mal Zeit nehmen und vernünftig alles markieren. Da muss ich dann mal sehen, wie das überhaupt harmoniert funktioniert. Wie gesagt, da muss ich dann nochmal in Ruhe gucken. An einem verregneten Wintertag kann ich da mal beigehen. Genau. Auf jeden Fall, wo ich drauf hinaus will, der ist jetzt schön im 90-Grad-Winkel. Das ist alles cool. Habe ich auch schon verschweißt, wie man sieht. Aber er ist leider noch nicht so, wie er sein soll. Also hier ist noch eine, kann man vielleicht schlecht sehen, weil es dunkel ist, noch eine, ein Spalt. Auf der anderen Seite genauso. Da ist auch noch ein Spalt. Da muss ich dann nochmal sehen, dass ich hier unten noch was wegschleife. Und weil, ja, großartig absägen kann ich da auch nichts mehr, sonst ist es ja zu kurz. Und dann werde ich den Rest einfach zuschweißen. In der guten alten Mr. Moto-Manier, hat beim Spalter ja auch wunderbar geklappt. Ja, das nervt mich natürlich ein bisschen, weil ich gebe mir ja relativ viel Mühe und dann hapert das an solchen Anzeigen. Und ja, da muss ich nochmal gucken. Meine Messwerkzeuge sind dabei auch nichts. Ich habe die Winkel von Lidl, weißt du, die sind zwar für den Normalgebrauch in Ordnung, aber wenn es dann wirklich um irgendwelche genauen metallverarbeitenden Geschichten geht, ist es einfach zu ungenau, das ist ganz klar. Da muss ich dann mal gucken, dass ich da nochmal nachbessere. Und ja. Auf jeden Fall schleife ich jetzt noch ein bisschen das zurecht und mache so ein bisschen Schadensbegrenzung in Anführungsstrichen. Mein Gott, letztendlich wird es eine Mistgabel. Da braucht man jetzt nicht so. Aber irgendwann will ich auch mal was anderes bauen und dann muss das natürlich gerne ein bisschen genauer sein. Deswegen ist es ganz gut, dass ich das an sowas ausprobiere und merke, okay, die Skala von der Säge ist noch nicht so hundertprozentig. Meine Messwerkzeuge sind nicht so hundertprozentig. Da und da müsste ich noch ein bisschen was nacharbeiten. Christian kommt demnächst, da kann ich vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Tipp abholen. Wie, der ist ja Metallbauer. Der arbeitet ja genau oder muss genau arbeiten. Da kann ich mir vielleicht den einen oder anderen Tipp abholen, wie er das so macht. Ja, genau. Auf jeden Fall schleife ich das jetzt noch so ein bisschen und dann wird es verschweißt. Genau, und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Ich schweiße es mal alleine zu Ende jetzt, weil es sind ja noch ein paar Nähte vor mir. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen was hier geschweißt, da auch ziemlich gut wieder zubekommen. Hier bin ich, ja, mit dem Gegenlicht natürlich scheiße jetzt. Ich zeige euch das am Ende nochmal, wie es aussieht. Also, ich brauche noch ein bisschen weiter. Es ist vollbracht. Es ist ein Viereck. Ja, läuft tatsächlich. Ich habe jetzt fertig geschweißt, da habe ich eine dicke, fette Raupe drüber gemacht und hier oben die Ecken. Hier auch noch einen drüber gesäbelt. Ich würde sagen, das geht so schnell nicht wieder auseinander. Und ja, das lief ganz gut mit, muss ich sagen. Ist jetzt auch endlich alles im Winkel. Also ich habe da noch ein bisschen nachgeschliffen und ja,
grob verschweißt, also die Lücken ein bisschen größer verschweißt. Wie gesagt, kenne ich ja vom Spalter nicht anders. Und ja, ist jetzt auf jeden Fall alles schön im Winkel und die Schweißnähte werden wohl halten. Gehe ich ganz stark von aus. Jetzt mache ich noch eine Strebe in die Mitte. Also da so hin, hier so, da so. Die wird jetzt auch noch verschweißt. Und dann ist auch schon wieder Feierabend für heute. Wie gesagt, ich schweiße jetzt die Strebe in der Mitte noch rein. Das ist auch wieder nur Bandsäge. Ich habe da so ein Reststück, habe ich hier irgendwo. Da liegt es. Hoffe ich mal, dass das hier noch schön zwischen. Jawohl, geil. 100%ig. Das schneide ich mir eben auf Maß. Und dann kommt das da noch schön mittig zwischen. Und ja, gerade sägen kann die Stichsäge, wollte ich sagen. Bandsäge, ja. Winkel, wie gesagt, üben wir nochmal. Genau, das schneide ich mir jetzt eben auf Maß. Brat da eben einmal drum zu. Keine große Sache. Dann würde ich sagen, hole ich euch gleich wieder. Ich muss das sagen, mit dem Schweißgerät, so langsam wird's. So sieht es auf jeden Fall jetzt aus. Und wenn ihr euch die Nähte mal anschaut, also ich finde, dafür, ist noch heiß, aber dafür, dass ich hier, wie ich immer zu sagen pflege, Hobby-Hans bin, finde ich, also Hut ab. Also Wahnsinn. Ich meine, mittlerweile weiß man genau, worum es hier geht. Da weiß man ungefähr, welche Einstellung, also welche Voltzahl, bei welcher Amperezahl und so, das kriegt man raus, relativ schnell sogar. Und ihr seht, das, was ich jetzt bis jetzt geschweißt habe, also es wird immer besser, ne? Also das Schweißgerät, Daumen hoch, das läuft. Gerade weil auch die Leistung ins Unermessliche geht. Ich schweiße jetzt die ganze Zeit oder ich habe das jetzt geschweißt mit 170 Ampere, 180 Ampere um den Dreh. Das kann 270 Ampere. Aber dann müsste man wahrscheinlich auch 1 mm Draht haben, damit man richtig die Leistung rauskriegt. Aber brauche ich gar nicht für solche Sachen. Nee, beim Spalter, wenn das Spaltkreuz später gemacht wird und so, da muss richtig Kalunte dahinter. Aber so, das passt alles perfekt. Dann möchte ich mich einmal bei euch recht herzlich bedanken. Wirklich von ganzem Herzen. Daumen hoch an euch. Wirklich Wahnsinn. Diese Woche Wahnsinn. Also mir fehlen echt die Worte teilweise. Also mir fehlen eigentlich die ganze Zeit die Worte. Weil nämlich jetzt gerade in diesem Moment kam der Postbote und hat mir ein Paket aus der Amazon-Wunschliste vorbeigebracht. Und die ganze Woche über ging das hin und her oder die letzten Wochen. Und ich möchte jetzt einmal Danke sagen bei euch. Und zwar ist das mir zugeschickt worden aus meiner Amazon-Wunschliste. Das hier kommt von Oliver. Ja, der gleiche Oliver, der mir auch den Sticker am Trecker und die 1 Kilo M&Ms geschickt hat. Als ob es nicht schon genug ist, hat er mir auch noch Topfbürsten geschenkt. Vielen Dank an dich, Oliver. Die kann ich nämlich super gebrauchen für meinen Anhänger zum Entrosten. Da habe ich jetzt schon so ein paar Sachen auf der Wunschliste für einen Anhänger später und so und was ich sowieso gerne dafür brauche. Deswegen vielen Dank an dich. Dann hat mir Simon diese Rohrzange geschenkt. Die war auf meiner Amazon-Wunschliste drauf. Falls es mal richtig groß wird, dann ne, habe ich was zum Anpacken, weil sowas fehlt mir nämlich noch in meinem Sortiment. Dann hat mir ein unbekannter Zuschauer diesen Sappi geschenkt. Der war auf meiner Amazon-Wunschliste. Aber als ob das nicht schon reicht, hat er mir aus freien Stücken diesen Halter auch noch dazu in den Warenkorb gepackt und hat er mir auch noch geschenkt. Also das hier kam von einer Person. Dann wurde mir ein HZ-Rohrschneider geschenkt. Vielen Dank dafür. Dann wurden mir Muttern geschenkt. M10 Edelstahl hatte ich auch auf meiner Wunschliste. Geil, geil, danke. Und der Dauerbrenner bei mir, Bremsenreiniger, hatte ich so ein 6-Pack-Paket in der Amazon-Wunschliste und die wurden mir auch geschenkt. Da weiß ich jetzt allerdings den Namen nicht. Also ich weiß nur von den Topfbürsten und von dem von der Zange die Namen, aber von den anderen weiß ich jetzt nicht die Namen. Mir wurde nämlich auch noch salzige Heringe wurden mir auch noch geschenkt, die sind jetzt allerdings drin. Dankeschön dafür auch. Wie gesagt, wenn ihr gerne möchtet, dass ich euch erwähne, beziehungsweise um mich bei euch zu bedanken, würde ich natürlich gerne euren Namen wissen. Wenn das natürlich anonym sein soll, verstehe ich auch. Aber sonst, falls das nicht funktioniert, es geht immer nur bei Original Amazon Artikeln mit dem mit der Namen und Grußkarte dabei. Das geht nicht bei den Drittanbietern. Da schreibt ihr mir bitte einmal über Instagram, per E-Mail, moto.mister@web.de zum Beispiel oder Facebook oder so. Schreibt mir doch einfach, dass ihr mir was von der Amazon-Wunschliste geschickt habt. Und dann kann ich mich natürlich gerne bei euch oder möchte ich mich natürlich auch gerne bei euch persönlich bedanken. Aber heute kam nämlich auch noch ein Paket.
Und zwar war das das hier. Das ist als Geschenk eingepackt. Die Rohrzange war übrigens auch so als Geschenk eingepackt. Das ist total der Knaller. Erstmal Anhängerreflektoren, ja. Für meinen Anhänger hatte ich die jetzt auf meiner Liste drauf, weil die bei mir kaputt sind. Und weil ich ja den Anhänger demnächst machen werde, kommt mir das natürlich super zugute. Schönen Dank dafür. Da war auch noch ein Zettelchen bei. Viel Spaß mit den Reflektoren und mach weiter so, gefällt mir gut und ich hoffe, ich konnte dich etwas unterstützen. Alex. Vielen Dank, Alex. Ja, konntest du. Da ist nämlich noch so ein Zettel bei. Und zwar hier. Viel Spaß mit den Scheinwerfern. Gefällt mir gut und mach weiter so, gefällt mir gut auch, Alex. So, und das ist nämlich in so einem Geschenk eingepackt. Total der Knaller. Wahnsinn. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Und da will ich mal gucken. Dafür brauche ich aber eben zwei Hände. Einen Moment. So, Zettelchen bei. Alter Schwede, ich flipp aus. Arbeitsscheinwerfer für den Trecker, Jungs. Ich werde weg. 4 Stück an der Zahl. Arbeitsscheinwerfer. Hatte ich auch auf meiner Wunschliste. Wahnsinn. Alex, vielen Dank. Simon, vielen Dank. Oliver, vielen Dank. Und der Rest der Bande, die unbekannterweise auch. Herzlichen Dank, wirklich. Ich freue mich tierisch und ich unterstütze damit natürlich meinen Kanal ungemein. Auch jetzt die Arbeitsscheinwerfer zum Beispiel. Da gibt es natürlich wieder ein schönes Video zu, wie ich die an meinen Trecker ranbaue. Da kommt natürlich dann auch wieder ein Video zu. Wie gesagt, das dauert aber wahrscheinlich ein bisschen, bis ich dazu komme, aber ne, die kommen jetzt auf jeden Fall vor dem Winter noch ran. Schönen Dank an euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ewig, wahrscheinlich dauert es, wer weiß, wie lange das Video. Aber das Teil ist jetzt im Großen und Ganzen. Da mache ich dann im nächsten Video weiter. Dann kommen die Dinger da dran und die Zinken und sowas. Dann wird das Ganze in Farbe geschmissen. Aber wie gesagt, das kommt nächstes Video. Mein Akku ist jetzt nämlich auch gleich leer. Denkt dran, Kübler Workbeer, Hashtag Kübler Workbeer unten reinzuschreiben, Kübler zu abonnieren auf Instagram und mich auf YouTube hier. Und dann macht ihr bei der Verlosung mit, wie gesagt, 150 Euro, 70 Euro und Merchandise. Erster, zweiter, dritter Platz, also das lohnt sich richtig. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bei den coolen Typen hier fürs Wunschliste spenden. Danke an euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.